Langsam reicht's, sagen die meisten Leute. Was soll das für ein Krisenmanagement sein? Bei den Impfungen hinter Ländern wie Chile, Serbien, Marokko oder der Türkei, bei uns weiter Lockdown. Jetzt reicht's auch den Künstlern. Jetzt heißt es aufstehen für die Kunst. Die Leute lechzen nach Theater und sehnen sich, dass sie wiederkommen können. Ja, und jetzt werden wir den wieder entsorgen. Wir sind genervt von dieser Situation. Und die Frage ist, warum wir uns etwas nicht gestatten, was eigentlich sicher ist. Wir Würstchen sind dann die, die es ausbaden. Die Künste sind total in ihrer Freiheit beschnitten. Das heißt im Grunde zurzeit abgeschafft. Wir sind ja unseres Berufes beraubt worden, wir Künstler. Jetzt hat die Initiative Aufstehen für die Kunst eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Ist der Lockdown bei den Künstlern mit der Verfassung vereinbar? Es gibt das Grundrecht der Religionsfreiheit, der Versammlungsfreiheit. Es gibt aber auch die Unantastbarkeit der Kunstfreiheit und der Kunstausübung. Das Ziel dieser Verfassungsklage wäre, dass klar wird, dass die Politik mit der einseitigen Beschneidung, vor allem der darstellenden Künste, die Freiheit der Ausübung und die Freiheit des Inhalts so stark geschädigt hat im Vergleich zu so vielen anderen Gewerken, wie beispielsweise dem Einzelhandel oder der Ausübung der Religion, dass hier ein Missverhältnis vorliegt, was sich in Zukunft auswirken wird. Die Initiative fordert verlässliche und baldige Wiedereröffnungsszenarien. Eine Quarantänebefreiung mit Testkonzept für international reisende Künstler, wie beim Profisport. Reihen- und Massentestungen, die vom Staat bezahlt werden. Für die Künstler bedeutet natürlich diese Krise und die Ausweglosigkeit und die Alternativlosigkeit, mit der wir ja mundtot gemacht wurden, daher die dringend notwendige Klage, dass viele, viele Künstler schon in den letzten 12 Monaten umsatteln mussten und nie wieder in die Kunst zurückfinden werden, weil du bist nicht Künstler mit einer Stunde Üben am Tag, sondern weil du eigentlich nichts anderes tust, neben der Schule her, seit deinem 5. Lebensjahr, als diesem Fach alles zu widmen. Deinen Körper, deinen Geist, deine Seele, deine Lebenszeit. Diese Woche sollte am Münchner Volkstheater Premiere sein. Macbeth von Shakespeare. Lockere Bestuhlung, strenge Testvorgaben. Die Vorstellung ausverkauft. Daraus wird nichts. Wir haben dann noch 5000 Tests gekauft. Wir haben gesagt, also wir machen draußen im Garten ein Testzelt. Wir testen die Zuschauer vorher. Also für uns war alles klar, dass wir eigentlich ein gutes Konzept haben. Und dann zieht halt irgendjemand den Stecker und dann stehst du da und denkst dir, ja, 4 Wochen Arbeit für nichts. Wir haben wirklich alles getan, um wieder starten zu können. Insofern ist der Frust bei uns allen relativ hoch. Es ist eine perfide Marketingstrategie, den Leuten zu sagen, hey, jetzt machen wir auf. Ach, ihr Kulturschaffenden, ihr macht so viele schöne Sachen, ihr liegt uns am Herzen. 2 Wochen rumspielen lassen und dann sagen, was ja klar war. Wir sind bei 100, dritte Welle, sorry Leute, alles zu. So ist es. Die Muffathalle. Auch hier ist die Planung des internationalen Programms unmöglich, wenn sich im Wochentakt die Bedingungen ändern. Die Zeit ist nicht genutzt worden, um an Lösungen zu arbeiten. Es ist immer nur an Verboten gearbeitet worden. Man hat ja nicht das Gefühl, dass jetzt in den letzten 4 Monaten oder sowas mal ein System gebaut wurde, wo wir als Veranstalter wissen, ja, wenn wieder aufgemacht wird, dürfen wir 50, dürfen wir 100, darf man 200 reinlassen. Residenztheater München. Alle Premieren verschoben. Stattdessen werden Lesungen vom Innenraum auf die Straße übertragen. Wir sind natürlich frustriert, weil eigentlich haben wir seit Herbst Konzepte dafür da. Ja? Wir haben Konzepte, es werden Masken getragen, inzwischen FFP2-Masken. Dann haben wir die Lüftung. Ja? Also in 8 Minuten ist der Saal, die Luft komplett ausgetauscht. Wir haben Abstände, wir haben Reihen ausgetauscht, 1,50 Meter Abstand. Das heißt, eigentlich ist es sicher, selbst wenn jemand infiziert wäre. Und on the top of this muss man inzwischen jetzt auch noch einen Test haben, wenn man überhaupt rein will. Jetzt frage ich Sie ganz ehrlich, warum erlauben wir uns nicht das Theater zum Beispiel, was viel sicherer ist, als wenn jetzt alle ins Kaufhaus gehen und dann doch am Wühltisch für die Sonderangebote und nicht sich auf die Gesamtfläche verteilen? Wir würden uns wünschen, dass in den Städten, in Bayern, vielleicht dieses Tübinger Modell
greifen könnte, sprich viel testen, damit die Innenstädte wieder belebt werden und damit auch die Kultur. Und dieses Gefühl Improvisation ist ein Negativbegriff. Ja? Nein, das ist ein Können. Sich auf sämtlichen Paragraphen auszuruhen, das ist das Nicht-Können. Wir turnen hier mit Kurzarbeit rum, unsere Musiker können nicht spielen, nur deswegen, weil da eine Regierung komplett versagt.